Also ich wollte Ihnen ein Projekt zeigen hier aus Stuttgart. Das ist natürlich insofern ein gutes Publikum, weil Sie das kennen. Es ist der Landtag in Stuttgart. Alle, die den Landtag kennen, Stuttgart war ja nun auch ziemlich zerstört. Und als dann 1950 entschieden wurde, die Republik in einzelne Bundesländer aufzuteilen und denen auch Landtage zu geben, hat man in Stuttgart eine sehr ambitionierte Architektur geschaffen. Das Landtagsgebäude ist ja fast das schönste Parlamentsgebäude, was wir aus der alten Republik haben, bis auf die, die quasi als historische Gebäude umgewidmet wurden, aber als Neubau ist es das schönste Gebäude. Es ist eine Architektur, die auch von Mies van der Rohe beeinflusst ist und die unter Denkmalschutz steht, die aber immer den Nachteil hatte, dass man 1950, als man das gebaut hat, natürlich auch andere Sorgen hatte, als in guter Qualität zu bauen. Es war ja auch schwierig, Material oder Baumaterial zu finden. Und der Architekturentwurf hat eben dieses pavillonartige Gebäude vorgesehen und den Parlamentssaal in der Mitte des Gebäudes. Und dieser Parlamentssaal, der ist quasi ein gefangener Raum. Der ist umschlossen von großzügigen Fassaden, die den Raum wiederum belichten oder den Foyerraum belichten. Aber der Parlamentssaal war immer gefangen und der Architekt, der das Haus entworfen hat, hatte seinerzeit eigentlich vorgehabt, Oberlichtöffnungen da einzubringen, konnte sich die aber weder leisten, noch gab es die richtigen Materialien in den 50er Jahren, das zu tun. Und die Abgeordneten, die in dem Gebäude gesessen haben, das ist jetzt schon ein natürlich ein neues Bild, aber Sie kennen das Gebäude bestens. Die Abgeordneten, die in dem Gebäude getagt haben, haben so eine Situation vorgefunden. Die haben das immer selber Sauna genannt, weil diese Verbretterung und die Holzfarbe hat natürlich was von einer Sauna. Und ich möchte hier auch mal eine Lanze brechen für unsere Politiker. Die sitzen nämlich zum Teil 12 Stunden in so einem Raum, gehen gerade mal für einen Kaffee und für einen Toilettengang da raus, aber müssen sich eigentlich 12 Stunden lang auch konzentrieren. Und in einem tageslichtlosen Raum 12 Stunden mit voller Konzentration zu arbeiten, ist eine große Anstrengung. Also insofern kann ich den Wunsch nachvollziehen, dass die dann irgendwann mal gesagt haben, nee, wir wollen jetzt auch einen Raum haben, der in gewisser Weise einen Ausblick bietet oder auch Tageslicht geführt ist und haben dazu einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Und zwar einen auch internationalen Architektenwettbewerb mit wirklich sehr guten Teilnehmern. Und wir haben Architekten aus Berlin beraten, mit denen wir viel zusammenarbeiten, nämlich das Büro von Volker Stab. Das ist ein Architekt, der ist in meinem Alter, zwischen 50 und 60. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, hat er sich auch selbstständig gemacht. Wir hatten immer schon eine Art von Bürogemeinschaft, wenngleich wir auch nie wirklich zusammen ein Büro hatten. Aber wir sitzen im gleichen Haus und haben über viele Jahre auch unsere Freundschaft konserviert und beraten den eben auch aus der Tradition raus und trauen uns mit ihm auch sehr mutige Dinge zu tun. Das sind so ein bisschen die Parameter, die wir da als Planungsziel uns vorgenommen haben, als wir damit angefangen haben. Und das ist im Prinzip der Schnitt durch diesen Raum. Das war die grundsätzliche Idee. Also das Haus bleibt erhalten, man konnte nichts abreißen oder umbauen, wenngleich später eine neue Decke drauf kam, aber nach historischem Vorbild, da erzähle ich gleich mehr drüber. Aber das ist der Schnitt durch den Raum. Und diese Trägerlage, die Sie da sehen, wo Sie die 1125er Größe dran haben, das ist im Prinzip die Unterkante der Konstruktionsebene. Und wir haben relativ viel Deckenhohlraum zur Verfügung gehabt, aber wir mussten eben auch gleichzeitig, wenn wir eine Decke einziehen wollten, die den Raum beruhigt und eine Ebene schafft, mussten wir unter den Unterzügen und Trägern bleiben. Damit hat sich im Grunde genommen eine Deckeneinbautiefe, wenn man so will, ergeben, die aus der Urkonstruktion stammte. Und wir hatten die Idee gehabt, die Decke zu durchbohren. Das heißt, über dem Parlamentssaal große Bohrungen einzufügen und in diese Bohrungen quasi Lichtrichter einzubauen, die zum einen für die Belichtung des Raumes dienlich sein sollten, aber vor allen Dingen auch einen Ausblick schaffen sollten. Ähnliche Idee, die der Kollege Andres vorhin vorgetragen hat. Es geht eben auch nicht nur darum, Tageslicht irgendwie in den Raum zu transportieren und auch die Dynamik des Tageslichtes, sondern der visuelle Impact ist auch wichtig, dass man eben sehen kann, welche Tageslichtstimmung draußen herrscht oder vorherrscht. Das war so die Grundidee, die wir eigentlich bei dieser Geschichte hatten. Das sind die ersten Visualisierungen. Sowas machen wir im Grunde genommen nicht selber, weil unser Beratungsauftrag ist ja immer nur ein kleiner Auftrag, wenn man die ganze Architekturaufgabe sieht. Und wenn Sie dann solche Visualisierungen anfertigen, dann kostet Sie das zum guten Schluss 5.000, 10.000 Euro für ein solches Bild.
Und das können wir uns nicht leisten. Wir nehmen aber oftmals die Visualisierung, die die Architekten haben, und bearbeiten die dann. Das ist hier in diesem Falle so gewesen. Das sind Bilder, die die Architekten erzeugt haben, die wir dann wiederum benutzten. Also, das ist fast das Endergebnis. Wir müssen natürlich, wenn wir dann irgendwann mal den Bauherren, in dem Falle ist das natürlich der Bauausschuss des Landtages, unsere Ideen vorstellen, müssen wir die auch mitnehmen bei dieser ganzen Idee. Das ist nicht das Einfachste, weil Politiker entscheiden halt über viel Geld auch, und die wollen mitgenommen werden insofern, als dass sie irgendwann mal Angst haben, auf der ersten Seite irgendeiner Boulevardpresse zu stehen, nach dem Motto, wir haben es falsch ausgegeben, das Geld. Das ist deren größte Angst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen einfach Modelle und zeigen denen, was wir vorhaben. Und diese gebauten Modelle, die haben wir auch so gebaut, dass wir sie in Berlin bei den Architekten und in unserem Büro benutzen konnten, dass wir sie aber auch transportieren konnten. Und das ist der Transport nach Stuttgart dieses Modells im Maßstab, ich glaube, 1:20 eines Oberlichtes, wo man auch reinschauen kann. Und das ist das Ergebnis quasi dieses Modellbaus. Man konnte eben schon an einem glücklicherweise strahlenden Tag, wo wir es den Parlamentariern vorgestellt haben, konnte man durch das Modell nach draußen schauen und hat eben den blauen Himmel sehen können. Insofern war das, was wir eigentlich davor hatten, damit erfüllt. Das sind die Konstruktionszeichnungen. Wir zeichnen zum Teil noch mit Bleistift. Ich habe geschätzte Kollegen, übrigens ein Stuttgarter, der das entworfen hat. Thomas Möritz heißt er. Sein Opa war Architekt, hat hier mehrere tolle Gebäude hinterlassen. Und der hat diese Zeichnungen angefertigt. Das sind unsere ersten Konstruktionszeichnungen der Lichttrichter, die wir da eingebaut haben. Und die Problematik war, dass diese Lichttrichter, die wir sollten aus Kunststoff her oder mussten aus Kunststoff hergestellt werden, aus Gewichtsgründen, aber auch natürlich aus Handlinggründen. Und der Plenarsaal selber ist natürlich hochreglementiert, und es musste ein Material sein, was eben nicht brennend abtropft. Und damit können Sie eigentlich nur noch PETG nehmen. PETG ist das Zeug, aus dem unsere Flaschen, Kunststoffflaschen gefertigt werden. PETG können Sie nicht kleben. Es klebt nicht. Es gibt keinen Kleber dafür. Das heißt, Sie müssen das Zeug verschrauben. Was eine große Herausforderung ist, deswegen ist es aus Einzelsegmenten gefertigt und dann eben verschraubt. Das war die Idee dahinter. Das sind unsere ersten Visualisierungen und Berechnungsmodelle von dem ganzen, von dem ganzen Wirkungsprinzip. Das ist jetzt hier eine 1:1-Bemusterung bei einem Hersteller, der das Ganze geliefert hat, wo wir erste Versuche gemacht haben. Also das ganze Gerät 1:1, 2,70 Meter hoch, mit den ersten Lichtversuchen. Und das war das, was wir geplant haben, das linke Bild da oben. Da war ein Ring mit LEDs, die den oberen Umfang dieses Lichtrichters umgeben hat und die Peripherie des Lichtrichters zu beleuchten hatte. Und da haben wir natürlich festgestellt, was man hätte vorher auch wissen können, dass mit einer punktförmigen Lichtquelle und der Vielzahl der punktförmigen Lichtquelle dieses wunderbare Schattenbild da unten der abhängigen Konstruktion der Decke entsteht. Das ging gar nicht. Also die Decke sah gruselig aus. Wir hatten gehofft, dass die vielen einzelnen punktförmigen Lichtquellen quasi ihre Schatten gegeneinander aufheben, das war aber nicht der Fall. Und dann haben wir Versuche gemacht, wie wir die Kunstlichtquelle in Anführungszeichen konzipieren können, dass wir eine gewisse Schattenfreiheit bei der Konstruktion haben, und haben dann diese turbinenschaufelförmige Anordnung von LED-Linien gefunden, die auf der einen Seite wie eine lineare Lichtquelle wirken, auf der anderen Seite immer noch genug gerichtetes Licht haben, dass das Licht auch lokal um diesen Lichtrichter stattfindet. Das sind unsere Berechnungen, das sieht dann so aus wie bei dem Kollegen Andres, weil wir alle mit den gleichen Programmen arbeiten und dann irgendwann mal auch Tageslichtquotienten rausbekommen. Sie sehen, was wir da erreichen wollten, 3-4% in der Mitte des Raumes durch unsere Öffnungen in der Decke. Das ist ein Tageslichtquotient, der ist ganz schön ordentlich für so einen Raum, aber auch der, den man aus unserer Sicht braucht. Die Besuchertribünen sind ein bisschen schlechter belichtet mit 2-3%, was der Gewichtung im Raum eigentlich auch entgegenkommt, weil es geht ja vor allen Dingen um den Parlamentssaal. Das ist die Anordnung der kompletten Installation. Die großen Öffnungen, die großen Kreise sind durchgängige Öffnungen, durch die Sie durchgucken können, Lichtrichter. Die kleinen sind einfache Laternen, die oben die Decke durchstoßen, also zum Tageslicht kommen, aber nicht unten bis zur Decke gehen, sondern quasi als diffus streuende Leuchte, die den Deckenhohlraum ausleuchten. Alle haben diese LED-Linien daran, die Forderung war, eine Beleuchtungsstärke von 2.500 Lux mit Kunstlicht zu erreichen.
Das ist unfassbar viel, hat aber damit zu tun, dass die dort den SWR verpflichtet haben, die Übertragung der Parlamentssitzungen durchzuführen. Und der, ich hoffe nicht, dass der SWR jetzt hier im Raum ist. Gut. Der SWR arbeitet natürlich mit Material, was sie haben. Und das ist das Material, was nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist. Also man käme heute natürlich mit, in Anführungszeichen, moderner Kameratechnik mit weit unter 1000 Lux hin. Die haben das Zeug nun nicht. Also haben sie eben das gefordert, was ihre Kameras gerade aufnehmen können. Das ist in dem Falle sind es an die 3000 Lux. Das Licht ist Farbtemperatur verstellbar, sogenanntes Tunable White. Das geht von 2800 Kelvin los und geht hin bis zu 6000 Kelvin. Sodass Sie quasi eine Kunstlichtstimmung einstellen können, indem Sie eben ein eher rottoniges Licht dazu schalten, beziehungsweise irgendwann das Tageslicht unterstützen können, indem Sie ein Licht einschalten, das 6500 Kelvin hat. Das sind unsere Schaltkreisangaben, alles sehr, sehr nüchtern jetzt. Das will ich Sie vor. Nee, das muss ich trotzdem noch sagen. Das sind die. Die Unterzüge, die es da im Raum gibt, das heißt, die galt es zu umspielen und möglichst schattenfreies Licht reinzubekommen. Das heißt, die Anordnung der Öffnungen ist so, dass die möglichst gleichmäßig ist, aber dass die Unterzüge quasi nicht sich als in Anführungszeichen Schattenbild an der Decke unten abzeichnen. Also da ist eine Menge Engineering hinter, um das Ganze auch tatsächlich zu dem Bild zu bringen, was Sie heute da sehen können. Das sind unsere Tageslichtberechnungen. Das Schlimmste war für den Parlamentspräsidenten, dass er sagte, also wenn irgendwelche mit einem Sonnenstrahl belichtet sind und es bin nicht ich, dann wäre das schlimm. Und Sie kennen Ihre Politiker ja, mit dem wir da zu tun hatten, der war von besonderer Eitelkeit geprägt, aber eigentlich auch ein netter Bauherr. Aber der wollte eben, dass alle paritätisch beleuchtet werden. Und das haben wir ihm nicht gezeigt. Das ist nämlich der Sonnenstand am 21. Juni und es kommt natürlich Tageslicht da rein. Und zwar, manche Abgeordnete haben dann eben mal einen Lichtfleck irgendwo, was wir ja richtig gut finden, dass es auch quasi eine Projektion von Sonnenlicht gibt. Aber eigentlich war es nicht gewünscht, aber konstruktiv wäre es auch nicht zu vermeiden gewesen, wenn man diesen Ausblick noch haben will. Das sind alles Untersuchungen, die der Computer irgendwann mal ausspuckt, damit Sie als Planer selber Sicherheit haben, dass das, was Sie versprechen, einigermaßen auch eintritt. So sah der Raum aus, als er dann im Prinzip ausgeschaltet war. Die Decke ist nicht die Originaldecke, es ist aber die Originalträgerlage. Sie wurde nur nachgebaut, weil die vielen Bohrungen, die wir hätten einbringen müssen, dazu geführt hätten, dass man die Decke hätte auch abreißen können, was man dann getan hat. Und es wurde eine neue Decke betoniert mit diesen Öffnungen. Das hat auch ein bisschen mit dem Wärmeschutz zu tun, weil die neue Decke eben auch in sich im Beton schon wärmegedämmt ist. Da ist ein Dämmmaterial im Beton eingebracht. So sah das Ganze aus während der Konstruktion und während der Schalung des Ganzen. Diese Schalungsringe da sind, das ist etwas, was Sie dann eben als Planer mit erledigen müssen. Wir sind ja Ingenieure und in dem Falle ja als Lichtplaner auch nicht unbedingt diejenigen, die Schalungskörper genau definieren können, aber das haben wir da auch getan, mit Hilfe der Architekten, muss man dazu sagen. Und insofern ist das weit mehr als das, was man als Lichtplaner üblicherweise tut, wenn man sich dann in solche Sachen einlässt. Das ist das Aufsetzen der Verglasung. Die Verglasung ist elektrochrom, das heißt, Sie können das Glas verstellen von durchsichtig auf diffus. Das hat eben den Grund, dass man bei Sonneneinstrahlung auch noch das Licht streuen möchte und den Tageslichtdurchgang etwas verkleinern will. Damit endet man die Transmissionseigenschaften des Glases und man kann dann auch nicht mehr den klaren Himmel darüber sehen, weil es dann einfach eben auch milchig wird, das Glas. Kann man sich bei den Glasgrößen leisten. Für eine große Fassade ist das natürlich zu teuer. Das ist ein Bild auf der Baustelle, dieses 1:1 gefertigte Muster, was wir bei einem Hersteller oder bei dem Hersteller haben bauen lassen. Das haben wir nach Stuttgart transportiert und haben es vor Ort auch nochmal montiert, um zu sehen, ob es klappt. Das sind die Bilder vor Ort. So sah der fast fertige Raum aus mit einer Gerüstlage dazwischen, dass man montieren konnte. Das heißt, der Raum ist ja viel höher. Das ist hier die Ebene zur Montage der Leuchten. Dazu nochmal auch die Schuhe, die man sich anzieht. Man muss dann auch vertragen, dass sie einem ab und zu mal drücken. Kunststoff dehnt sich wahnsinnig aus. Und wenn Sie das verschrauben, dann müssen Sie dem Kunststoff Schiebestellen geben, damit es eben nicht knirscht und knarrt. Jetzt haben Sie aber eine Abwicklung, die unterschiedlich ist. Unten ist der Trichter ja dünner, also Abwicklung kleiner und oben größer. Das heißt, die Längenausdehnung ist oben anders als unten.
so müssen Sie das berechnen, wie viel Schiebestück Sie da brauchen. Also es ist komplexer, als man glaubt, wenn man sich damit dann beschäftigt. So sieht das Ganze im fastfertigen Zustand aus. Das ist die Unterkonstruktion der Decke, die dann da abgehängt wird. Und das ist die drunter gebaute Decke. Die Decke selber ist so tortenstückartig aufgeteilt. Sie ist auch aus PETG gefertigt. Sie ist bedruckt und hat eine Struktur, ein Ornament, wenn man so will. Oder wenn man architektonisch spricht, ein Ornament. Hat auch Fugen und Schiebestücke. Das heißt also, es gibt keine Spalten, durch die Sie durchgucken können. Die Platte ist immer halb gefräst und die andere Hälfte drüber geschoben. Und dann kann das auch ineinander wandern. Wir haben da auch die Objektüberwachung übernommen für diesen Raum, was eine große Anstrengung war, aber auch nötig war, um das gleichzeitig natürlich in diese Präzision zu bringen, die wir gewünscht haben. Und dann kommt ein ganz wichtiger Faktor, lasse ich Ihnen unter den Fachleuten hier noch kurz als Anmerkung, die Flickerfreiheit der LEDs. Wenn Sie da Kameratechnik aufbauen, dann ist es eben enorm wichtig, dass Sie ein zeilenfreies Bild bekommen. Und dazu müssen Sie bestimmte Treiber an den LEDs einsetzen, die Sie nicht zwingend von den Herstellern bekommen, die Ihnen die LEDs verkaufen. Das passt meistens nicht zusammen. Da kann ich Ihnen Warnungen aussprechen, sollten Sie sich mit dieser Technik beschäftigen und irgendwann mal zum Beispiel Videotechnik mit einer LED-Beleuchtung haben, nehmen Sie diese Sache sehr ernst. Eventuell sehen Sie nämlich sonst kein Videobild mehr. Wir haben da viel Erfahrungen gewonnen, gerade in Konferenzräumen. Also das muss ein besonderer Treiber sein, der das schafft. Das ist der fertige Raum. Eigentlich müsste sich die Farbtemperatur hier verändern. Tut es auch so ein bisschen. Das eine ist mit Kunstlicht und das eine ist mit Tageslicht dabei. Farbigkeit, jetzt nicht mehr Sauna, aber auch nicht so super sportlich, aber das haben sich die Abgeordneten so gewünscht. Sollte auch zeitlos sein und das ist der ganz cleane Raum jetzt. Und jetzt haben sie es geschafft mit mir. Vielen Dank. So.